Der Prophet Mohammed verbrachte die letzten 23 Jahre seines Lebens mit unermüdlicher Arbeit und der Aufgabe, mit der Allah ihn betraut hatte. In dieser Zeit wurde er nicht nur durch den Verlust derer geprüft, die er liebte, sondern musste auch Feindschaften und Bedrohungen hinnehmen. Er ertrug all dies mit Geduld, Toleranz und Zuversicht, in der Hoffnung und dem Bewusstsein, der Menschheit die Rechtleitung ihres Schöpfers zu bringen. Als das Blatt sich wandte und immer mehr Menschen Anhänger seiner Botschaft wurden, vergab er all jenen, die ihm Leid zugefügt hatten, und baute auf Versöhnung und Frieden mit ihnen. Als seine Aufgabe erfüllt war, rief Allah ihn zu sich. So erlebte er nicht mehr, dass sich der Islam auf der Welt verbreitete. Auch 1400 Jahre später werden seine Lehren und seine Lebensgeschichte von vielen Menschen bewundert. Es gibt heute keine Region auf der Welt, in der keine Muslime leben. Es gibt aber auch Menschen, die ihn mit Vorurteilen betrachten und seine Handlungen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Wenn der Muslim heute die Pilgerfahrt nach Mekka vollzieht, trifft er auf Millionen von Menschen, die trotz der Vielfalt ihrer Hautfarben und Sprachen alle Schwestern und Brüder sind, durch die Liebe zu ihrem Schöpfer miteinander verbunden. Man sieht dort die vielen Gesichter aus allen Ländern der Erde friedlich, als Erben Abrahams ihren Gottesdienst verrichten und erinnert sich, dass all dies mit einem Mann begann. Mohammed, Prophet der Barmherzigkeit. Mit dieser Videoreihe widmen wir uns dem Thema der Sira, also dem Leben und Wirken des Propheten Mohammed, und wollen bestehende Vorurteile abbauen und einen Einblick in das Leben des Propheten verschaffen. Dabei ist es wichtig zu zeigen, wie sich der Prophet in bestimmten Situationen verhalten hat, vor allem gegenüber Andersgläubigen oder in Konfliktsituationen. Für mehr Videos abonniert und liked unseren Kanal und seid darauf gespannt, was euch noch alles erwartet.